Oder als Kopfballungeheuer bist du noch nicht in die Geschichte eingegangen, aber es war quasi ein Kopfstoß aus dem Lehrbuch 1:0. Wie war es aus deiner Sicht? Ich habe keine Erinnerung mehr dann, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie ein Kopfballtor gemacht, werde ich so schnell wahrscheinlich auch nicht wieder machen. Aber der hat ganz gut gepasst. Schöne Flanke und ich bin reingelaufen und irgendwie hat es geklappt. Was hat die Mannschaft heute ausgezeichnet? Wir haben richtig gut die Zweikämpfe angenommen, sehr viel gelaufen, gut gekämpft. Und dann kamen am Ende natürlich noch ein paar Räume für Konter. Eigentlich hatte Elversberg kaum eine Chance und wir hatten doch sehr viele, deswegen mehr als verdient, denke ich. Ärgert das einen im Nachhinein, wenn man sieht, was man leisten kann und wenn man es vielleicht eine Woche vorher nicht abruft? Oder ist das jetzt der Ansporn, diese Leistung öfter zu zeigen? Natürlich wollen und müssen wir das öfter zeigen, am besten immer. Das klappt halt so nicht. Im Fußball ist halt immer ein bisschen was anderes. Letzte Woche kamen wir nicht gut ins Spiel, diese Woche kamen wir gut rein. Ich denke, man sollte auch nicht immer nach einem schlechten Spiel alles so dramatisieren und nach einem guten Spiel wieder alles schönreden. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir jetzt in der Tabelle stehen, aber ich denke, es ist jetzt ganz ordentlich, war ein wichtiger Schritt heute und darauf sollten wir aufbauen, auf dem Spiel heute. Machen wir, Dankeschön. Bitteschön.